So, weiter geht's mit Ocarina of Time. Ich habe ein bisschen offscreen was gemacht. Und zwar war ich auf der Long Long Farm als Kind des Nachts, hab mir da zwei Skulltrollers geholt. Und ja, ich war auch noch woanders und zwar. In Dekobon, nochmal als Kind. Dort kurz bevor der Raum kommt, wo wir halt das Netz abgefackelt haben, also das Wandnetz, und zu dem Block dahin kamen, gab es ja eine mit Bomben verschlossene Wand. Diese habe ich aufgesprengt, kam zu einem Raum und ja, dort, wie es der Zufall so wollte, in diesem unheimlich toll dekorierten Raum, fand ich dann Folgendes. Ja, und mit diesen 50 Skulltrollers, wie es halt der Zufall so wollte, bin ich dann natürlich. Ja, unheimlich aufregend, nicht wahr? So, bei der Grande Fee Dien war ich auch gewesen. Magie nochmal voll, Bomben voll gekauft. Sagen wir, gehen mal zur Feuerprüfung. Ach ja, falsche Rüstung. Deswegen gerade die Zeitanzeige. Ich finde, der Raum war, glaube ich, der schwierigste. Jedoch mit den Gleitstiefeln. Geht das hier sogar? Denn dann sinkt dieses Teil nämlich nicht ab. Würden wir sie ausziehen, dann. Ja, ich glaube, ich sehe schon gerade. Ich kann ja noch gar nichts machen, weil mir dazu noch was. Oder vielleicht doch. Brauche nämlich eigentlich noch ein gewisses Item. Nicht in Lava reinfallen. Das wäre jetzt ganz schlecht. Na, ob ich das schaffe? Ne. Nee, zu früh. Hier fehlt uns noch was. Okay, dann war das doch woanders gewesen. Tja, ob ihr es glaubt oder nicht, wir brauchen tatsächlich ein weiteres Dungeon-Item. Ich glaube, hier finden wir das Dungeon-Item. Okay, ich glaube, das war der Geistertempel gewesen. Beziehungsweise vom Geistertempel das Item. Ich versuche gerade mal was. Tatsache. Macht's doch schon gleich viel einfacher. In dem Fall ist Navi mal nützlich gewesen. Okay, ich erkenne diesen Raum wieder. Wir müssen mit den Feuerpfeilen da hinten die Wacke treffen. Dann nehme ich ginge einen Weg auf. Perfekt. So, schön beeilen. Es hält nämlich nicht ewig. Und ihr seht schon Raubschleim. Ach, die mir irgendwie am liebsten, die Teile. Echt. Komm, die machen wir einfach so. Lol, ist sogar recht praktisch.
So, nochmal. Nochmal treffen. Denn es geht weiter. Na, schaffe ich das noch? Ja, schaffe ich noch. Perfekt. Und damit kommen wir jetzt natürlich auch zurück. Denn in dieser Kiste ist etwas, das wir benötigen. Unbedingt benötigen. Das sollten wir nicht liegen lassen. Und zwar ist es... Ich glaube, ich war das... War das hier das Item? Ich glaube, es war hier das Item, ne? Jawohl! Die Titanenhandschuhe. Fühlst du noch größere Kraft in den Namen, du packst schwerste Dinge mit A. Okay, perfekt. Jetzt bloß noch diesen Pfad hier meistern. Und wir haben es im Grunde auch geschafft. Tja, fast. Denn wir müssen noch den Schalter da hinten aktivieren. Na, ich gehe auf Nummer sicher. Nicht abstürzen. Das kostet mich zwar gerade ein bisschen magische Energie, aber sicherer als wenn ich hier sterbe. Ach, ich sehe schon. Ich muss den magischen Goronenhammer hier verwenden. Zack. Finde ich nice. Das ist ein kleines Element aus dem Feuertempel der Goron. Wir haben auch schon gleich das nächste Siegel in unserer Hand. Nämlich das, ich glaube, Schattensiegel. Siegel ist gebrochen. Bitte rette die Prinzessin. Perfekt. So, zurück zum Feuerarsenal. Bitte zur Feuerprüfung, denn dort kann ich jetzt endlich den großen Block heben und wir können draußen noch was machen, aber ich denke mal, das machen wir später. Ich kümmere mich erstmal hier um die Prüfung. So, okay, wo sind die ganzen Rubine? Vorne ist eine. Würde ich jetzt die Lava betreten, dann wäre das ja instant kill. Das wäre nicht so pralle. Würde ich diese Stiefel ausziehen, würde die Plattform hier langsam versinken. Und das ist auch nicht gerade so das Wahre. So, da hinten muss ich jetzt nämlich... So, bewundert die Kraft des Titanenhandschuhs. Bam. I've got the power. Nein, scheiße. Ich musste meinen Maul wieder so weit aufreißen. Verdammte Scheiße. So,
jetzt kann ich den Kram nochmal machen. Wäre ich mal anders gelaufen. Ist blöd, dass es jetzt nicht gespeichert wurde mit dem Block. Aber egal. Wenn wir es geschafft haben, müssen wir nie wieder hier rein. Ich weiß gar nicht mehr, was bei Licht dann kam. Also bei der Lichtprüfung. Danke, kleiner roter Freund. Ah, das machen wir ein bisschen anders. Ich möchte nämlich kein Risiko eingehen. So. Was soll das denn für ein Scheißsprung gewesen sein? Ey. Sag mal, willst du mich völlig verarschen, Link? Was war das denn gerade für ein Sprung? Das war gar nichts. Ich nehm die Gleitstiefel da. Manchmal ist er echt zu doof zum Springen. Mach bitte nicht Megaman-Konkurrenz. Du bist nicht Megaman. Ah ja, das kostet wieder Zeit jetzt natürlich. Es wäre so unnötig, dass ich das gerade so gemacht habe. Ich bin schon mal ein paar Mal hier gestorben. Dann scheint, ändert sich das auch jedes Mal. Beziehungsweise es ändert sich nie. Ich frage mich, wieso ich hier jedes Mal so ein Problem habe. Das ist eigentlich easy, die Prüfung hier. So, schnell hin da. Ich glaube es nicht. Jetzt mache ich den zuerst. Das kann doch gerade nicht. Das kann ich. Das, was soll dieser Scheiß? Jetzt gespeichert. Na wunderbar, bravo Rös. Dass ich mir entsparen kann den Weg. Boah, Link, du machst Sachen. So, aber das war zum Glück der einzige Teil. Ja, das war schon. Das war die grandiose Feuerprüfung. Ich kann mal wieder Pfeile gebrauchen. Das Feuersiegel ist gebrochen. Beeil dich, Bruder. So, so viel zum Feuersiegel. Ach so, ja, stimmt, das Lichtsiegel gibt's ja noch. Und da kommen wir nur rein, wenn wir
den Powerhandschuh haben. Ich frag mich, gab's ja auch eine Prüfung? Bam! Zerbarsten! Da kommen wir nur so rein. Stimmt, es war ja wieder sowas hier mit. Ist ein Skulltula. Das habe ich auch so schon gehört. Ja, wow. Unsichtbar, Gegner. Sehr, sehr kreativ in der Lichtprüfung. Anderen Truhen traue ich nicht. Es könnten nämlich auch Fallen sein. Von daher lieber Dinger weglassen. Okay, war es schon? Okay, das war's schon. Das war ja easy. Tja. Das, meine Lieben, war die Lichtprüfung. Obwohl... Nein. War sie nicht. Ja, na, wie ich weiß, die Tür ist verschlossen. Das habe ich auch schon gemerkt. Danke, Pfeile. Okay. Die ist wirklich sehr, sehr easy. Dafür, dass es versteckt ist, ist es sehr, sehr leicht. Ja, ist egal. Das ist ein Viertelherz. Ja, komm. Geh aus dem Bild, du Scheißblock. Scheiß Kugel. Okay. Natürlich ist das hier eine Fake-Wand. Und dort ist das echte Siegel. Schlau. Boah, die Lichtpfeile verbrauchen so viel Energie. Das ist heftig. Das Lichtsiegel ist gebrochen. Schnell jetzt. Okay, ich glaube, Wasser fehlt noch, oder? Oh nein, ich entsinne mich. Wasser war schlimm. Das Wassersiegel war schlimm. Das hat richtig genervt. Ihr seht gleich, was ich meine. Tja, wird nämlich noch jemand, nämlich Ruto. Prinzessin Ruto. Und ihr seht schon, blaues Feuer. Das heißt, ich darf gleich mal eine Fee verpratzen. Für nichts. Denn ich brauche das blaue Feuer. So. Du gehst mal ganz schnell weg. So kleine Truhen brauche ich nicht. Ich muss wahrscheinlich Gegner besiegen, oder? Okay, wo steckt er? Ich hab's doch gerade schon gehört. Wo steckt das Vieh?
da steckt das Vieh. Ich weiß, was du vorhast, aber nicht mit mir. So, jetzt kommt der schwierige Part. Das war nämlich das. Müssen wir innerhalb von 2 Minuten lösen. Gott, wie war das nochmal? Ah, und ich sehe schon, ich brauche sowieso blaues Feuer. Von daher kann ich gleich nochmal zurückgehen. Ich mag die Wasserprüfung nicht besonders, weil es ist wieder so ein Schieberätsel. Und die mag ich ja sowas von nicht. So, ja, ihr seht schon, alles ist resettet. Tricksen geht auch nicht. Habe ich jetzt verkackt eigentlich, oder? Ich habe das Gefühl, das soll nicht so sein. Nee, nochmal resettet. Oh, es geht jetzt schon los mit diesem wunderschönen Rätsel. Ich mag sie einfach nicht, diese Schieberätsel. Obwohl, das sieht einfach aus. Na doch, ich glaube, ich habe es gerade erkannt. Ja, okay, das ist easy. Aber ich glaube, ich muss hier zweimal rein. Nämlich um die Türen nochmal begehen zu können. So. Ich will das Siegel noch fertig bekommen. Und lass mich raten, ja. Ich muss. Obwohl, nein, wir können einfach hoch. So, hier noch was drin. Okay, ein Herz. Warum nicht? Und Magie, warum nicht? So, ich glaube, das wird das letzte Siegel sein. Das Wassersiegel ist gebrochen. Das Wassersiegel ist gebrochen, weil ich liebste. Und das Siegel ist gebrochen. Das endgültige Siegel. Gut, ich würde sagen, eine Kleinigkeit werde ich in dem Part noch machen. Damit ich das nicht später im nächsten Part machen müsste.
Dazu müssen wir mal kurz den Teufelsturm verlassen. Ich muss mich jetzt sowieso vorbereiten, denn das könnten mit Glück die letzten beiden Parts werden. Du spielst. Aber wie gesagt, ich müsste mich dafür erst noch vorbereiten. Und ein kleines Stück dieser Vorbereitung machen wir jetzt. Wir gehen nämlich nochmal zu einer Fee. Übrigens, ja, das macht er übrigens auch. Beim Wüstkoloss wäre noch Nairos Umarmung gewesen. Das wäre auch so eine Magie. Und so ein Donnersturm oder so. Ich weiß aber nicht, was der macht. Na, aber gut, Magie. Außer Dins Inferno. Ist hier weniger nützlich. Finde ich zumindest. Also ich gebrauche es nicht. Und ja, wir gehen mal zu unserer letzten großen Feenquelle, die noch etwas ganz Entscheidendes tut. Hallo, mein süßer Link. Ich bin die Fee des Mutes. Ich verstärke deine Abwehrkraft gegenüber feindlichen Attacken. Sei bereit. So, ab jetzt halten wir nämlich mehr aus als vorher. Deine Abwehrkraft wurde verstärkt. Deine Abwehrkraft wurde verstärkt. Gegnerische Angriffe fügen dir ab jetzt nur noch halb so viel Schaden zu. Bis von ganzem Schöpf versuche ich wieder. Okay, Leute, und ab jetzt werde ich mich vorbereiten für die finalen zwei Parts. Bis dann, Leute, ciao!